Hallo und herzlich willkommen zu Siedler. Ich habe mir gedacht, ich fange jetzt mal nach dem grandiosen Spielstandverlust einfach mal ein neues Projekt an. Siedler habe ich schon mal gespielt, als es rausgekommen ist, ist also schon eine Weile her. Und dann fangen wir einfach mal an. Profil habe ich schon eingerichtet. Und natürlich Kampagne. Ach ja, Mission starten wäre auch ganz gut. Willkommen in Westholm. In eurer königlichen Stadt leben zuverlässige und fleißige Siedler, die unter eurer Herrschaft glücklich und zufrieden sind. Von hier aus könnt ihr eure Ritter entsenden, um den Siedlern in fernen Ländern beizustehen und euer Reich zu vergrößern. Mit ihrer Hilfe könnt ihr es schaffen, das ganze Königreich in neuem Glanz wieder auferstehen zu lassen. Dann fangen wir mal an. Euer Majestät, ich bin Lord Marcus und dies ist Lady Alandra. Wir danken euch, dass ihr uns zu euch gerufen habt. Wir sind stolz darauf, in euren Diensten zu stehen. Wir möchten euch auf ein Problem aufmerksam machen. Wählt einen von uns, um sich dieses Problems anzunehmen, sobald ihr meinen Bericht vernommen habt. Banditen überfallen die Händler in unserem Königreich. Ihr werdet diese Karte wiedererkennen. Sie zeigt die königliche Stadt in Westholm, unsere Heimat. Wir haben Berichte erhalten, wonach Banditen die Händlerkarren auf der südlichen Handelsroute überfallen. Lady Alandra und ich schlagen deshalb vor, dass einer von uns beiden an dieser Stelle eine Siedlung in der Nähe der Handelsroute errichtet. Eine Siedlung dort wird die Händler schützen und die Banditen in Schach halten. Schickt mich, Majestät! Ich werde diese Gesetzlosen ihrer gerechten Strafe zuführen. So, und wie der Ritter schon gesagt hat, man kann immer einen Helden wählen. Wir werden später auch noch mehr erhalten als nur die zwei. Und der aktuell Gewählte hat immer so ein Lichtchen über dem Kopf. Jetzt hören wir mal kurz, was sie zu sagen hat. Euer Majestät, Marcus ist jung und mutig, gewiss. Doch in diesem Fall solltet ihr lieber auf meine Erfahrung vertrauen. So, und dazu gibt's auch noch hier diese Ritterinformation. Ich bestärke die Siedler in ihrem Glauben und sie spenden mehr Gold in der Kollekte. Dank meiner Kenntnis der Medizin kann ich erkrankte Siedler heilen. Genau, da gibt's immer einmal so kurz, was die aktiven und passiven Fertigkeiten sind. Und Titel, da kommen wir einfach später nochmal drauf zurück. Jetzt will ich mal kurz Der direkte noch Weg ist zeigen. Immer der beste. Ja. Ich benötige weniger Gold, um Bataillone zu rekrutieren. Die Soldaten brennen darauf, für mich zu kämpfen. Ich kann meine Soldaten mit Fackeln versorgen, wenn sie in der Nähe sind. Ja. Ich werde gleich mal vorweg sagen, ich werde meistens nicht danach gehen, welcher jetzt von den Fähigkeiten am besten wäre, sondern einfach, wer mir am sympathischsten ist. Und er ist mir nicht so sympathisch und ich spiele sowieso lieber mit Frauen. Majestät. Und deshalb machen wir einfach mal die Mission mit ihr. Ja, ein sehr schöner Ladebildschirm. Ich kann ja noch mal kurz unsere Missionskurzfassung vorlesen. Wir müssen eine Stadt nahe der Handelsstraße errichten. Das hält die Banditen zurück und macht den Handel sicherer. Ich finde die Hintergrundgeräusche auch so schön. Willkommen bei Die Siedler. Ich habe mir erlaubt, unsere Mission vorzubereiten. Bitte drückt die hervorgehobene Schaltfläche, um fortzufahren. Die Übersichtskarte rechts zeigt das ganze Missionsgebiet. Die Grenzen der Territorien sind als farbige Linien eingezeichnet. Ihr könnt auf die Übersichtskarte klicken, um die Kamera an eine andere Stelle zu bewegen. Okay, ich finde die hier so putzig. Ich finde die so süß. Ich finde die klasse. Da ist auch schöner Schmetterling und... Ja, ich finde die total klasse. Zoomt heraus, indem ihr das Mausrad rollt. Drückt den mittleren Mausknopf, um die Kamera zu bewegen. Ich erwarte euch auf dem Marktplatz der königlichen Stadt Westholm, die sich östlich von euch befindet.
Hier bin ich. Sehr gut. Lasst uns fortfahren. Um mir Befehle zu erteilen, müsst ihr mich zuerst anwählen. Ihr könnt mir einen Marschbefehl erteilen, indem ihr an die Stelle rechts klickt, an die ich mich bewegen soll. Versucht es und ich werde unverzüglich aufbrechen. Jawohl. Das war leicht, nicht wahr? Als nächstes begeben wir uns zu Lord Marcus. Er befindet sich in der Nähe des Südtors von Westholm. Befehl verstanden. Ich kann gerade irgendwie nicht nach unten scrollen. Oh, das hackelt aber. So. Da ist er. Ganz wie ihr wünscht. Seid gegrüßt, Lady Alandra. Ich wünschte, ich könnte mit euch kommen, um es diesen Banditen mit gleicher Münze heimzuzahlen. Ihr müsst eine neue Siedlung errichten und so dieses Gebiet sichern. Die Banditen haben in den letzten Monaten etliche Händler überfallen. Es gibt hier eine alte Burg, die wir als Basis verwenden können. Ihr findet sie, wenn ihr diese Straße nach Süden nehmt und dann dem Pfad nach Westen folgt. Okay, ich klicke mal gleich hin, da das Scrollen so hakelt. Sofort! Ah, ein Ritter. Gut, dass ihr von unserer Majestät geschickt wurdet. Die alte Burg liegt westlich von hier. Folgt einfach dem Pfad. Schöne Stimme hat. Auf euren Befehl! Genau, das hier ist so Nebel und da sieht man auch schon hier auf der Karte, wenn man das einmal gesehen schon hat, unterwegs. Ist, dann wird die Karte auch aufgedeckt. Beziehungsweise auch gleich gebietsweise, da sieht man diese kleinen Pfosten. So, dann folgen wir mal dem schon Pfad. Unterwegs! Ganz wie ihr wünscht. Und da ist der Dorfplatz. Schon unterwegs. Wählt den Marktplatz durch einen Klick mit der linken Maustaste an. Dies ist der Marktplatz. Eure Siedler kommen entweder hierher, um zu feiern, oder um euch zu zeigen, dass sie unzufrieden sind. Wählt nun die Burg an. Dies ist unsere Burg, in der unser Gold gelagert wird. Die Goldmenge wird am oberen Bildschirmrand neben dem Ruf der Stadt angezeigt. Wählt nun das Lagerhaus an. Dies ist unser Lagerhaus, in dem wir Rohstoffe aufbewahren. Die vorhandenen Rohstoffe werden am oberen Bildschirmrand angezeigt. Der Ruf unserer Stadt wird am oberen Bildschirmrand angezeigt. Derzeit ist er sehr niedrig, aber wenn unsere Stadt wächst, wird auch ihr Ruf sich verbessern. Ruft das Menü Stadtinformationen auf, indem ihr die hervorgehobene Schaltfläche am oberen Bildschirmrand anwählt. Das Menü Stadtinformationen zeigt die Anzahl der Siedler, Ehefrauen und Soldaten in eurer Stadt an. Wenn ihr abermals auf die Schaltfläche klickt, schließt ihr das Menü wieder. Öffnet die Goldübersicht am oberen Bildschirmrand, indem ihr die hervorgehobene Schaltfläche anklickt. Die Goldübersicht zeigt die monatlichen Steuern und den Sold eurer Truppen. Später könnt ihr diese Werte einstellen. Schließt dieses Menü, indem ihr abermals die Schaltfläche öffnet. Die Rohstoffübersicht am oben. Die Rohstoffübersicht zeigt alle Rohstoffe im Lagerhaus an. Holz und Stein, die zum Bauen benötigt werden, werden immer neben der Schaltfläche angezeigt. Ihr könnt das Menü schließen, indem ihr abermals die beginnen wir damit, unsere Siedlung zu errichten. Das Baumenü befindet sich am rechten Bildschirmrand. Sehr gut. Als erstes benötigen wir Holz, um eine Stadt aufzubauen. Wählt deshalb das Symbol mit der Holzfällerhütte an. Wir sollten an einer günstigen Stelle eine Holzfällerhütte errichten. Die Fläche bei den Bäumen östlich des Marktplatzes wäre ideal. Ja, jetzt muss ich noch wissen, wie neue Siedler kommen aus dem Lagerhaus. Der Holzfäller ist unterwegs, um sein neues Gebäude zu errichten. Ihr könnt zusehen, wie er es baut und danach die Arbeit aufnimmt. Arbeit macht Siedler hungrig, auch unseren Holzfäller. Damit die Siedler Nahrung erhalten, müssen wir eine Jägerhütte nahe des Wildes bauen, das westlich des Marktplatzes lebt. Das sehen wir hier auch so schön auf der Karte, also da oben besser, dass da so wild ist. Da ist Fisch, dann Steine, das sind glaube ich Kräuter und das Eisen oder Metall. Ich weiß nicht genau, was genau das jetzt war. So. Mal gucken.
Nein, das war das nicht. Das auch nicht. Ah, ich muss gleich mal in die Tastenbelegung gucken. Unsere Siedler essen kein rohes Fleisch. Wir müssen eine Metzgerei in der Nähe des Marktplatzes errichten, um Wurst herzustellen. Wurst. So. Das klatscht sich hier auch immer so schön gleich an die Wege ran. Und man sieht, hier ist nicht genug Platz. Aber... ja. Sehr gut. Die grundlegenden Gebäude sind nun errichtet. Der Jäger wird das Wild erlegen und den gewonnenen Rohstoff ans Lagerhaus liefern. Der Metzger holt das Tierfleisch aus dem Lagerhaus und verarbeitet es in seiner Metzgerei zu Wurst. Die Wurst wird anschließend im Regal vor seinem Haus gelagert. Hungrige Siedler gehen zu einem Nahrungsmittelerzeuger wie dem Metzger, um dort etwas zu essen zu bekommen. Gibt es keine Nahrung, streiken die Siedler auf dem Marktplatz, wodurch der Ruf der Stadt leidet. Exzellent! Wie ihr wisst, erscheinen neue Siedler, sobald Gebäude errichtet werden. Dies gilt auch, wenn ein schon vorhandenes Gebäude ausgebaut wird. Wählt eine Holzfällerhütte an und drückt die Schaltfläche für Ausbauen direkt über dem Gebäude. Ein neuer Siedler kommt aus dem Lagerhaus, baut das Gebäude aus und nimmt dort anschließend seine Arbeit auf. Folgen wir ihm, bis das Gebäude ausgebaut wurde. Ja, dann kann ich noch mal kurz mal sagen. Hier sieht man halt auch, was er transportiert und wofür. Halt für den Ausbau. Und also seine Gedanken oder was er gerade tut. Hier kann man, glaube ich, auch genau, wo er gerade hingeht. Sie mit zum Siedler springen, ne? Ja. Und dann halt, wie hungrig er ist. Momentan ist er eigentlich noch ganz okay. Das Kräuter, das ist so schlecht. Habe ich bestimmt die Geschwindigkeit zu langsam eingestellt. Ja, kann man noch den Jäger beobachten. Wie er halt auch Fleisch durch die Gegend trägt. Man sieht halt auch schön, er benutzt halt Rohstoffgebäude können ihre Rohstoffe nun mit einem Handkarren schneller transportieren. Produktionsgebäude wie die Metzgerei produzieren schneller, wenn dort mehrere Leute arbeiten. Genau, auf jeden Fall, der benutzt halt so eine Kiepe und, gut, das könnte man jetzt theoretisch auch ausbauen, dann benutzen die halt, halt einmal so Handkarren jetzt, also die benutzen jetzt Handkarren und, genau, und jetzt, wenn man es nochmal ausbaut, benutzen sie Karren, also da sind dann so Pferde vorgespannt, meine ich zumindest. Wir haben nun alle Grundlagen für unsere Siedlung gelegt. Doch bevor wir weitermachen, müssen wir genug Nahrung produzieren. Also unser Steuereintreiber. Öffnet die Nahrungsübersicht am oberen Bildschirm. Die Nahrungsübersicht zeigt die Menge der Nahrungsrohstoffe in eurem Lagerhaus sowie die Menge der Nahrungsgüter in euren Stadtgebäuden an. So könnt ihr sehen, ob ihr genügend Rohstoffe abbaut und genug Nahrung herstellt. Schließt die Übersicht. Wir sollten weitere Jägerhütten und Metzgereien bauen, um genug Würste herzustellen. Bewegt den Mauszeiger über eine Metzgerei, um zu sehen, wie viele Würste dort verfügbar sind. Naja, der hat jetzt keine und man sieht, wir brauchen 3. Das heißt, dann müssen wir jetzt auch einfach nur abwarten. Was mit dem Scrollen? Ja, jetzt geht's komisch. Also wenn sie redet, geht's nicht. Naja. Okay, dann gehen wir mal kurz gucken, was hier sofort unten so ist. Dann wieder die kleinen Putzchen muss man bauen. Ach, ich finde das ja schmucklich. Nee, war schon, haben wir jetzt sogar schon ein Würstchen. Ei. Und ja, gut, hier gibt's Fisch. Auf euren Befehl. Hier nochmal kurz gucken. Hier gibt's nichts. Wunderbar, das hat sich ja total gelohnt. Befehl verstanden. Ja, ich glaube, ich muss die Scrollgeschwindigkeit. Oh, hier komme ich nicht hoch. Naja, so wichtig wird es ja dann nun auch nicht sein. Und wie wir gelernt haben, ach ja, hier gibt es noch viel mehr Bedürfnisse, weil das ist halt auch so ein Gebäude, was Steuern bezahlt. Die bezahlen keine Steuern. Wenn wir das jetzt ausbauen, dann kommt da nämlich noch ein Metzger hinzu und der arbeitet dann mit und dann können sie halt viel schneller Würstchen produzieren. Vorausgesetzt, wir haben genug Fleisch. 5. Naja. Aber wir haben gar kein anderes Wild mehr da.